Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game-Vorstellungen. Wir haben hier wieder einige Android-Games zum Vorstellen. Wir haben hier zum einen Gems Arena 1 vs. 1. Duelle in Echtzeit. Kämpfe in unterschiedlichen Arenas. Begib dich in die Game-Arenas, finde einen Gegner und beginne ein Duell in einem Echtzeit-Mehrspielerspiel, bei dem sich alles um die handwerklichen Juwelen dreht. Zerstöre, um zu gewinnen, erstelle eine schöne Waffensammlung und überlebe in all den vielen Arenen. Verbessere, sei schneller, spiel besser. Spiele einen der besten 1v1-Spiele. Games Arena kostenlos. So. Das Ding kann ich jetzt so ein bisschen schlecht hier einschätzen, wie das aussieht. Zerschlage, um zu gewinnen. Oh. Müsste man mal eventuell schauen. Wenn es euch interessieren sollte, schreibt einfach mal was in die Kommentare. Unten wieder die Spiele verlinkt. Hier haben wir Ephemeral Miniature Garden. Können wir mal ganz kurz hier draufklicken. Ich habe niemanden umgebracht. Es gibt eine Hauptperson, eine Meerjungfrau. Verschwinde einfach und lauf weg. Meermänner. Ja, okay. Ist so ein kleines. Für wen wir die App empfehlen. Nutzer, die Spiele kostenlos genießen wollen, Nutzer, die für die japanische Inhalte interessieren. Ja, so Manga-Style, ne? Anime. Mädchenspiele für den attraktiven Mann. Oh, die sich in den attraktiven Mann verlieben wollen. Also, für die Mädels unter euch, die auf Mangas und so weiter stehen. Ephemeral Miniature Garden ist jetzt im Shop auch unten verlinkt. Murder Mystery 3, A Life of Crime. Auch da klicken wir mal drauf. Moskau, Life of Crime. Das ist sowas ähnliches scheinbar. Are you ready to begin? Correct answer to continue recalling this memory. Okay, over three cities. Life of Crime. Also wieder so ein. Wobei hier steht es ein bisschen mehr als so ein Hidden-Spiel. Auch hier wiederum für die Puzzler unter euch eventuell interessant. Ja, Alpha Rot hier sieht ein bisschen anders aus, die ganze Chose. Da haben wir hier ein Spiel. Da geht es um solche. Da können wir ganz kurz ein bisschen breiter machen jetzt hier. Und zack. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen breiter. Klicken wir mal ganz kurz hier durch. Und da haben wir wieder was da links. So many Units. Scheinbar kann man da auch irgendwie gegeneinander spielen. Sieht man hier sind ja mehrere Cars aufeinander oder direkt hintereinander, sagen wir es mal so. Könnte eventuell auch interessant sein für die kurze Action für zwischendurch. Alpha Road. Ja. Wen es interessiert, unten verlinkt. Rocket Star ist so ein Idle-Clicker. Den gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Irgendwie. Ah, jetzt nehmen wir auch die Desktop-Audio rein. Ist so ein Idle-Clicker-Spiel. Rocket Star, okay. Idle Clicker, wer sowas gerne spielt, Rocket Tycoon unten verlinkt. Wir uns jetzt auch hier durch diese einzelnen Bildchen durch. Hi, the best team, join the Rocket Tycoon Club und so weiter und so fort. Jo, alles klar, dann kommen wir zu einem anderen Spiel hier, Microbiology. Medical Biology, hier geht es darum, da hat sich jemand scheinbar ein Kartenspiel überlegt für Mikrobiologie, wer sich für sowas interessiert und dann auch noch Englisch versteht. Hier geht es um Zuckerfermentierung, kleine Organismen und so weiter und so fort. Also für die kommenden Biologen von euch eventuell interessant. Hier habe ich was ziemlich Cooles. So eine Idee hatte ich früher selbst auch mal gehabt, sowas umzusetzen.
Ihr habt da ein, ja, so ein Comic-Spiel, bei dem ihr selber die Blasen ausfüllen könnt. So, und jetzt habe ich an euch, ja, wenn ihr irgendwas Cooles dazu macht, ja, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und wenn es uns auch gefällt, präsentieren wir es bei uns auf dem Kanal und verlinken es auf eurer Seite. So, dann haben wir hier Within, das ist ein Adventure-Spiel, das schauen wir uns jetzt mal an. Within ist jetzt gerade im Early Access, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Das ist ein Spiel, das würde mich, so wie es aussieht, sogar interessieren. Ich glaube, das werde ich mal anzocken. Within. Auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Gucken wir mal hier nochmal die einzelnen Screenshots durch, die es dazu gibt. Ja. Ich glaube, das ist echt ein Spiel, das interessant ist. So, dann habe ich hier was gefunden, wo ich so, what? What? Was? Also, das hier ist Oreo Twist Lick and Dunk. Tatsächlich ein Oreo-Keks-Spiel. Twist Lick and Dunk. Drehen, lecken und eintauchen. Mehr sage ich dazu nicht. Ein aufregendes neues Spielerlebnis. Auch das hier, wie gesagt, wenn es euch interessiert, machen wir gerne ein Gameplay dazu. Müsst ihr nur unten reinschreiben. Sondern haben wir hier ein neues Spiel, Monster Crew. Gucken wir auch mal kurz rein. Monster Crew. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Also, das ist so ein kleines Jump'n'Run, so wie ich es früher auch gerne gespielt habe. Dann haben wir hier Wizard Mike. Auch da schauen wir mal ganz kurz rein. Use various spells. Okay. Ah, mit Reflexion. Customize your Mike. Defeat your enemies. Okay. Auch wenn euch das interessiert, unten verlinkt. Hier haben wir eine coole Perle. Und das werde ich mir wahrscheinlich runterladen. World Enduro Rally wird das auch anzocken, weil das ist geil. Sowas habe ich schon gespielt und das macht richtig Bock. Richtig Bock. Alter, das ist richtig geil, ne? Mega fett. Und es kann sein, dass ich vielleicht jetzt gleich noch den Herrn sofort hole und sage, pass auf, ey, das Ding will ich jetzt mal kurz mit dir anzocken. Und das ist geil. Mega fett. Absolut geil. Absolut geil.
Ist das fett. Junge, 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 ist das geil. Mega, mega fett. Sehr, 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 sehr cool. Hier nochmal ganz kurz durch die einzelnen Screenshots durch. Mega geil. Dieses Ding ist echt fett und cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Geil. Ah ja, es sind einige Screenshots hier dazwischen. Coole Sache. So, und dann kommen wir zum allerletzten Ding. Das ist Penguin Isle. Ja, lass uns da auch mal ganz kurz reinschauen, was das ist. Das ist die Pinguininsel, Penguin Isle. Ja, und hier geht es wohl darum, einfach Pinguine zu züchten. Oh. Wow. Für die Pinguin-Lovers unter euch. Penguin Isle, ein wahrscheinlich sehr, sehr entspanntes Spiel, vermute ich jetzt einfach mal. Da gibt es einen Farmer, okay. Penguin Farmer, guck mal, da kann man sogar Penguin Bauarbeiter, oh, da kommt ein Eisbär. Das ist natürlich ein Eisbär, ist natürlich für die Pinguine nicht gut. Penguin Babies, ja, könnte eventuell auch für den einen oder anderen von euch interessant sein. Hier. Ah, das ist das, was ich mir gedacht habe. Die Pinguine sind sehr niedlich und es entspannt mich, ihnen zuzusehen. Ja, ein für uns gechillte Minispiel zwischendurch. Einfach mal, um ein bisschen abzuspannen von der ganzen krassen Action, die man sonst immer so hat. Penguin Isle, auch unten verlinkt. Ja, wenn euch die heutigen Spiele, wenn euch eins der Spiele besonders gefallen hat, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr das ein oder andere Spiel auch selber spielen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, dass wir eins davon spielen, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert unseren Kanal, liked das Video. Ja, und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Spiele vorstelle. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.